Kunstwerke internationaler Künstler. Eine Gemeinschaftsproduktion mit Noah aus Südengland und seinem Vater Nathan. Noah ist Epileptiker, leidet an Muskelsteife, kann nicht sprechen. Aber mit Hilfe seines Vaters wird aus dem 12-jährigen Jungen der Maler Background Bob. Noah malt die Hintergründe, Künstler ergänzen die Bilder. Die Idee dazu entstand im vergangenen Jahr, als Noah im Lockdown beschäftigt werden musste, erzählt sein Vater. Wir gingen in die Garage, fanden dort Pappe und haben mit dem Malen angefangen. Ich habe unter meinen Freunden viele Künstler und dachte, vielleicht hat ja jemand Spaß daran, mit uns zusammenzuarbeiten. Innerhalb des ersten Tages hatten schon 45 Künstler versprochen, mitzumachen. Die farbigen Hintergründe werden per Post verschickt und von Künstlern vervollständigt. Aus Spanien, Australien, Kolumbien schicken sie nun von Noah inspirierte Werke zurück. Für den Jungen, der sonst meistens nur Briefe von seinen Ärzten bekommt, jedes Mal ein Highlight. Er liebt es, Background Bob zu sein. So nennen wir ihn jetzt auch zu Hause. Er liebt die ganze Aufmerksamkeit. Für Noah ist es sehr schwer, seine Bewegungen zu koordinieren. It's very important that he chooses the colors, so I hold up two colors and whichever one he Die Farben sucht er selbst aus, gibt es mir durch Augenbewegungen zu verstehen. Dann mache ich einen Pinsel fertig und er legt los. Einiges geht aufs Papier, anderes nicht. Es ist sehr anstrengend für ihn. Manchmal geht es gut und dann reißt es plötzlich seinen Arm weg. Über Social Media ist das Projekt zu einem Riesenerfolg geworden. Inzwischen gibt es sogar eine Ausstellung mit 250 Werken von Background Bob. Vater und Sohn kommen mit der Produktion der Hintergründe kaum nach. Auch ein Buch ist erschienen und bald sollen die Werke versteigert werden. Das Geld geht an Krankeneinrichtungen, in denen Noah behandelt wird. Frankie Curtis ist Illustratorin und begeistert von dem Projekt. Für sie ist es nicht verwunderlich, dass so viele Künstler sich darum reißen, mitzumachen. Es bringt Licht in den dunklen Lockdown. Wir brauchen Hoffnung. Alle wollen dabei sein, weil man damit etwas Gemeinsames schafft. Man ist quasi Teil einer Familie. In Frankie Curtis' Augen bringt Noah mit, was einen guten Künstler auszeichnet. Noahs Kunst ist sehr ausdrucksstark. Er setzt sich keinerlei Grenzen. Paints all these shapes and patterns and really sort of expresses himself with it. Vater und Sohn hat das Kunstprojekt noch enger zusammengeschweißt. Wir machen immer ganz viel Wirbel und einen unglaublichen Dreck. Das gehört dazu. Ich habe kaum noch Kleidung, die nicht mit Farbe vollgespritzt ist. Es geht nicht immer nur um große Ideen. Manchmal kann auch aus einer ganz kleinen Idee etwas Besonderes entstehen. Die Liebe des Vaters und die Fantasie der Künstler. Für Noah erschaffen sie geradezu eine neue Welt, mitten im Lockdown.